Eigentlich ist es sein großer Tag. Keir Starmer, der neue britische Premier, heute Morgen auf dem Weg ins Parlament, wo seine neuen Gesetzespläne vorgestellt werden. Wie in Großbritannien üblich, präsentiert das aber zunächst ganz offiziell der König, Charles III., als Höhepunkt einer sorgsam inszenierten Choreografie, die jedes Mal wieder die Vorherrschaft des Parlaments bekräftigt. Der König darf die Vorhaben der Regierung nämlich vorlesen, zu sagen hat er hier ansonsten aber nichts. Keir Starmer, auch das gebietet die Tradition, marschiert derweil an der Seite des bisherigen Premiers ins Oberhaus, um sich dort das weitreichende Paket, das er zu seinem Amtsantritt geschnürt hat, anzuhören. Ein Paket, in dem es vor allem um das Ankurbeln der brachliegenden britischen Wirtschaft geht, um eine neue Klimapolitik und eine Wiederannäherung an die EU. Meine Regierung wird die Beziehungen zu unseren europäischen Partnern wieder verbessern, sowie die Handelsbeziehungen zur Europäischen Union. Keir Starmer bekräftigte direkt anschließend im Unterhaus, dass mit ihm nun eine neue Ära beginnen soll. Diese Regierung wurde gewählt, um unsere Nation zu erneuern, das Chaos der letzten Jahre zu beenden und wieder im Dienste unseres Landes zu regieren. Am 1. August geht es erstmal in die Sommerpause. Die eigentliche Regierungsarbeit beginnt dann im September. Die Geburten in Deutschland gehen weiter zurück. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Bundesamt knapp 693.000 Kinder geboren, 6% weniger als noch 2022. Abgesehen vom Corona-Jahr 2021 gehen die Zahlen seit 10 Jahren zurück, in den beiden vergangenen Jahren besonders deutlich. Auch 2024 scheint sich dieser Trend fortzusetzen.